So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spore plus Spore Galaktische Abenteuer. Ja, was machen wir heute? Heute geht es weiter, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich weiß es nämlich nicht mehr, obwohl es eigentlich noch gar nicht so lange her ist mit der letzten Aufnahmesession. Ah, okay, alles klar. Wir haben hier eine quasi Wüste bewohnbar gemacht. Genau. Und da war jetzt natürlich die Frage, Geld verdienen, Zeug erschließen. Und ja, wir machen erstmal, das denke ich, dass wir das hier machen. Wir erstellen ein Fahrzeug, wenn das geht. Okay, dann müssen wir nochmal raus. Geht das noch nicht? Okay, es geht zumindest noch nicht. Liegt Terraska, mehr Fabriken und verbundene. So, erhöhen deine Gewürzproduktion. Verbessert die Fit. Ja, okay, dann war's das erstmal, was wir auf dem Planeten machen. Ja, was machen wir heute? Heute besprechen wir ein paar Informationen. Das möchte ich an dieser Stelle kurz nochmal ansprechen. Und zwar hat sich in den letzten paar Tagen oder auch Wochen ein bisschen was getan. Also beruflich zum Beispiel oder auch bei Gamers Club selber. Das muss man ja jetzt auch mal so sagen. Bei Gamers Club haben wir haben die 100.000 Abonnenten erreicht und es gibt ein paar wichtige Informationen. Und zwar aus beruflichen Gründen könnte es sein, das möchte ich an dieser Stelle einfach als Hypothese in den Raum stellen, damit nicht gleich heißt hier, ihr habt ja nichts gesagt. Okay. Ja. Aha, die Militär. Okay, Leute. Das lenkt mich immer ab, wenn der redet. Also tut mir leid, wenn ich da nicht drauf eingehe. Also, wichtige Information. Aus beruflichen Gründen kann es sein, dass eben Videos unregelmäßiger erscheinen, dass also sich der Abstand etwas ändert, Schrägstrich beibehalten wird oder ja, je nachdem, wie es sich sein kann, kann es sein, dass ein Projekt eine unangekündigte Pause macht und ein anderes Projekt in der Zeit anläuft. Das ist eben etwas unvorhersehbar, jetzt vor allem in der nächsten Zeit erstmal. Und dann wird man ja sehen, wie sich das entwickelt. Das möchte ich als ersten Punkt sagen. Und den zweiten Punkt, den bereden wir später. Zuerst mal die Missionszentrale, Mission für dich bereit, erzähl mir mehr darüber, das Kommando über ein Raumschiff, Pflichten der Weltraumkapitän, eine andere Hälfte, taktisches Geschick. So, Wissenschaftler, Teleportmaschine. Gut, sobald, ja, okay. Tut mir leid, wenn ich nicht mehr alles lese, aber ich bin da mittlerweile wirklich so. Es ist mehr anstrengend, da jeden Scheiß zu lesen. Entschuldigung für die Wortwahl, aber in dem Fall, ihr müsst. Es ist schon so, man kommt rein, dann kriegt man den ersten Text, dann klickt man weiter, kriegt man den nächsten Text. Ist schon ein bisschen anstrengend. Reise ins Launceka Sternensystem. Beame dich zum Weltraumhafen. Okay, also wir sollen wieder in ein Sternsystem reisen. Und zwar in so ein Lazuka-Sternsystem. Das ist unser Missionsziel. Und dahin sollen wir jetzt, glaube ich. Wir sollen. Ah. So wird man Weltraumkapitän. Bei einem kurzen Besuch in einem Weltraumhafen wirst du lernen, wichtige Abenteuer in der Welt. Was wichtige Abenteuer, bla bla bla. Du wirst erfahren, wie man Abenteuer annimmt und dadurch in Rang aufstehen. Okay. Akzeptieren. Finanzspritze. Diese Fähigkeit sorgt umgehend dafür. Ausstatter öffnen erstmal. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt öffnet der Spawn nochmal neue Möglichkeiten. Willkommen im Kapitän. Ja. Energie, bla bla bla. Energieverbrauch erhöhen. So. Ich möchte den Energieverbrauch eigentlich eher senken. Das schaut ja mal etwas bescheuert aus.
So, was hat man hier? Ah. Na, das brauchen wir nicht. Schulter, bla bla bla. Dann, ah, okay, das ist dann also alles mögliche zum Ausrüsten. Okay, das lassen wir dann mal so stehen. Ich habe gesagt, das lassen wir dann mal so stehen. Okay, dann machen wir mal herunterbeamen. Ich bin ganz ehrlich gespannt, was uns jetzt erwartet. Willkommen in Vatego, ein belebter Weltraumhafen mit vielen interessanten Wesen. Sprech mit den Einwohnern, um mehr über Abenteuer und den Weg zum legendären Weltraumkapitän zu erfahren. Ja. Der Captain gewinnt eine Erfahrung, du kannst den Fortschritt in der Sportbetiefe folgen. Auf einem Planeten kontrollierst du wie in der Kreaturenphase. Achte mal darauf, Energie, sonst wäre aha, bla bla. Die Übersichtskarte, Orientierung, Position deines Kapitäns. Ja, okay, alles klar. Fortschrittsleiste. Ah, endlich. Was hat er gesagt? Eine große Lieferung ist heute angekommen. Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss arbeiten. Ach Gott. Ja. Die Weltraumhafenverwaltung und ich als Angestellter heißen dich willkommen, Captain. Wenn du ein berühmter Weltraumkapitän werden willst, bist du hier genau richtig. Sieh dich ruhig um und mach dich mit den hiesigen Lebensformen bekannt. Kaufmann zur Linken erzählt dir alles über die Waren und wie du an sie rankommst. Raumfahrer hinter mir über die interstellaren Gebräuche und Aufträge im Falle eines unerwarteten Versagens. Quartiermeister zu deiner Rechten alles beibringen, was Mannschaften angeht, Planeten und all das. Das war's. Yeah! Da-dam. 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 Jetzt bin ich fast vom zweiten Thema abgeschweift. Ach, das war ja eigentlich... Für dem einen oder anderen ist aufgefallen, dass ich vorhin noch was gesagt habe, ich komme auf ein zweites Thema zurück. Aber eigentlich gibt es kein zweites Thema, muss ich ehrlich zugeben. Das erste Thema war eigentlich das hauptsächliche aus beruflichen Gründen, bla bla bla, was ich vorhin gesagt habe. Ihr wisst es ja noch. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von der Phase hier. Hallo. Hallo. Servus, Captain. Quartiermeister, Snaffel zu deinen Diensten. Kein Captain kommt ohne eine gute Mannschaft aus, die ihn heruntergebeamt, die mit ihm heruntergebeamt wird. Du willst sicher wissen, wie man an so etwas rankommt, stimmt's? Nee. Nun, das ist ziemlich einfach. Wenn du tonnenweise Charme hast, so wie ich, kannst du einfach einen Planeten rekrutieren, stimmt's, Jungs? Aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Wenn du dich mit anderen Reichen verbündest, werden sie Teil deiner Flotte und auch Teil deiner Mannschaft und können heruntergebeamt werden. Allerdings kannst du nicht bei allen Abenteuern deine Mannschaft mit herunterbeamen. Deine Mannschaft wird außerdem von einem Abenteuer zum nächsten gespeichert. Solange du dafür sorgst, dass alle deine Verbündeten und deine Freunde zu dem am Leben bleiben, hast du keine Probleme. Alles klar? Gut. Ja. Yeah. Da ist noch einer, der Händler. Yo. Ja, grüß dich, mein Freund. Komm näher, nicht zu nah. Willst du die richtig guten Sachen sehen? Ich habe eine Impulswaffe für dich. Okay. Ein Blitzschwert und einen Königsring. Du kannst aus 32 neuen Accessoires wählen mit einzigartigen Fähigkeiten. Um Teile freizuschalten, muss befördert werden. Und mit jedem neuen Kapitänsrang ein neues Teil, um neue Accessoires auszurüsten. Rufe vor jedem Abenteuer den Ausstatter auf und klicke auf Ausstatter öffnen. Anschließend kannst du deinen Captain mit passenden Accessoires ausstatten. Viel Glück. Ja, danke. Okay, den Händler, den lassen wir im bayerischen
Dialekt sprechen, habe ich mich entschlossen. Machen wir das doch. Das ist doch witzig. So. Sprich mit dem Raumfahrer. Gott, wo ist denn der jetzt wieder? Ah. Moin, moin. Wie geht's, Captain? Das ist immer schön, in dieser Gegend einen Kollegen zu treffen. Ah, weiter. Ich wurde von meiner Heimatwelt hierher geschickt, genau wie du, aber dann ging mein Schiff die Energie aus und ich bin hier gestrandet. Optimist, wenn du das nächste Mal auf ein Abenteuer auspisst, mach dir nicht die Mühe, deine eigenen Leute zu fragen. Besuch andere Reiche. Die haben alle Missionen für dich. Und viele davon sind Planetenabenteuer. Ja, Spitzenidee. Damit dir nie die Abenteuer ausgehen, solltest du Sparkast oder Feeds von Freunden abonnieren und neue Abenteuer herunterladen. Es ist wichtig, dass deine Spop-ID immer voller Abenteuer ist. Wenn du ein Abenteuer verlassen willst, dann, dass du bereits heruntergebeamt hast, nur keine Panik. Klicke auf den Button Abenteuer beenden und plopp, sofort bist du wieder an Bord deines Schiffes. Viel Spaß! Oh, der fliegt ja nicht gescheit. Sprich mit dem Captain Sonic. Oh Gott, warum heißt er nicht Sonic? Das wäre viel cooler. So wie ein blauer Igel auf Drogen schaut er schon aus. Hey Kleiner, ich komme gerade vom Gamma Mega 9 zurück, wo ich illegalen Spotfit Wildering gesprengt habe. Diese plausbergigen Unruhestifter machen uns keine Ärger mehr. Ja, super. Du willst also zum Geldraumkapitän werden, was? Ja, nun, das ist keine leichte Sache, weil auf jedem Planeten Gefahren lauern. Ich sag dir mal, wie du am besten anfängst. Ja, schön. Als erstes solltest du deine Fähigkeiten als Captain verbessern, indem du Abenteuermissionen für außerirdische Reiche erledigst. Erfolgreich abgeschlossene Abenteuer bringen dir Erfahrung und irgendwann wirst du befördert, wodurch neue Ausrüstungen und Fähigkeiten freigeschaltet werden. Außerdem wirst du mächtige Superwaffen für Raumschiffe freischalten. Also worauf wolltest du noch? Verschwinde von diesem Müllhaufen und such dir Arbeit. Danke. Yo, Disco. Ah, ich muss mal Gen manipulieren. Sprich mit Chef Robotor. Ja, hier. Wie habe ich in dem seine Stimme synchronisiert? Ach, egal. Jetzt auch so sprechen wie der ist. Ich hoffe, du hast deine Informationsbeschaffung wie verhält, Captain. Also, ich weiß nicht. Aber egal, ich werde ihn irgendwie schon synchronisieren können. Ja, er lenkt mich schon ab. Wie du siehst, wartet eine Galaxie voller Abenteuer auf dich und sie wartet mit einem neuen großen Weltraumkapitän. Deine Unterlagen scheinen in Ordnung zu sein. Deine Reise kann beginnen. Bist du bereit? Ja, sicher doch. Kehre auf deine Heimatwelt zurück, um die Mission abzuschließen. Tschüss! Glückwunsch, du hast dein erstes Abenteuer abgeschlossen. Du bist jetzt bereit für weitere Abenteuer, um deine Fähigkeiten als Captain zu verbessern. So sieht's aus. Level 1, Mission complete. Stern erhalten. Belohnung auswählen. Krieger, Kriegerschlag, giftiger Kristall, Schamane, Wissenschaftler, Ökologe, Diplomat, löse Probleme, Barden, sozialen Kontaktfreundigen, Entertainer, Händler, Zelot. Okay, also ich finde, der Diplomat ist nicht schlecht. Fertig. Ui, wie toll. Er startet den Planeten, er hatte zwei einen Bericht. Schön, mach mal doch, oder? La 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 la. Komm ihn zurück, Captain. Mr. Alberich ist zurück und nervt rum. Deine die dann im Logbuch zeigen an, dass du alle nötigen Informationen gesammelt hast.
Verstanden, Missionszentrale. Weißere, ein Abenteuer in der Weltraumphase.